Wir schauen heute nicht auf drei Aktien, sondern sogar auf vier wirklich Top-Unternehmen, die es schaffen können. Und jetzt kommt's. Vier Unternehmen, die es schaffen können, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich ganz starkes Dividendenwachstum aufzubauen. Warum glaube ich das? Weil sie gerade erst angefangen haben, Dividende überhaupt zu zahlen, die Ausschüttungsquoten noch ganz, ganz niedrig sind, sie aber mega viel Cash verdienen, also richtig viel Geld mit dir verdient. Sie haben auch noch Geld auf der Bank, auf der hohen Kante. Ich glaube, die Chancen sind wirklich groß, dass wir hier ganz tolle Dividendenwachstumsmaschinen sehen werden oder könnten, weil sicher ist nichts an der Börse. Aber wenn die das so weitermachen, kann ich mir das eben gut vorstellen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentiert mir mal, wer die Unternehmen kennt. Wahrscheinlich kennt ihr sie, aber wer hat sie auch im Depot? Wer ist hier schon frühzeitig dabei und kann sich jetzt einen schönen Cashflow aufbauen? Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich freue mich sehr auf das Video. Ich bin der Konsti, der Kanal hier heißt Einfach Aktien, schauen wir drauf auf diese vier Dividendenwachstumskandidaten. Ganz am Anfang der Hinweis, die Idee zu dem Video kam gar nicht von mir, die kam vom lieben Björn. Der Björn hat mir geschrieben, vielleicht mal ein Video zu Aktien machen, die erst in den letzten Jahren mit der Zahlung eben von Dividenden angefangen haben. Da könnte man von Anfang an dabei sein. Natürlich mit erhöhtem Risiko, ob sie das auch beibehalten. Klar, das weiß man nie so genau, egal bei welchem Dividendenzahler wird die Dividende auch weiterhin gezahlt und erhöht und so weiter. Aber wenn wir jetzt auf die Geschäftsmodelle schauen von diesen vier Aktien heute, so in der Vergangenheit auch so ein bisschen betrachten, wie gut sie das gemacht haben und das auch auf die Zukunft übertragen, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass sie es schaffen werden, die Dividende auch weiterhin gut zu steigern und also die Gewinne auch zu steigern und deswegen auch die Dividende, weil es schon wirklich sehr starke Unternehmen sind, die es bewiesen haben, dass sie gut sind, dass sie erfolgreich sind und dass sie höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft erfolgreich sind. Klar, sicher ist nichts an der Börse, wie gesagt, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen. Danke Björn für den Hinweis, eine mega gute Idee für das Video. Wir schauen jetzt aufs erste Unternehmen. Wir kommen zu Salesforce. Jeder kennt wahrscheinlich die Firma Salesforce. Da geht es ja um diese CRM-Lösungen, also Datenmanagement. Alles Mögliche wird zusammengetragen in einer Software, sieht man hier auch im Hintergrund, und zu Informationen quasi verarbeitet, die man sich dann, ja, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Alles Mögliche, was du eben als Datenerfassung für ein Großunternehmen brauchst, sei es jetzt Verbrauchsmaterialien, Mitarbeiter, Kalender und so weiter. Alles Mögliche kannst du hier an Daten eben erfassen in so einem Software-Tool von Salesforce. Da sind sie wirklich, wirklich gut. Es gibt ein Pendant oder eine Konkurrenz auch. Das ist die deutsche SAP zum Beispiel, die machen etwas Ähnliches. Da sind die beiden auf jeden Fall Konkurrenten, aber heute geht es eben um Salesforce. Kein kleines Unternehmen, muss man sagen, aus den USA. Die Branche ist IT. Anwendungssoftware, 72.000 Mitarbeiter weltweit, ein Börsenwert von 252 Milliarden, also wirklich kein kleiner Fisch mehr. Die Dividendenrendite ist jetzt natürlich noch gering, ne, bei 0,56%. Das ist gering, also heute geht es wirklich nicht um die Hochdividendenjäger. Das hier ist genau für Leute gedacht, die noch Zeit haben, an der Börse sich Cashflow aufzubauen. Und wenn man hier dranbleibt, kann man sich tolle Dinge aufbauen. Haben wir in vielen Videos auch schon bewiesen. Und jetzt kann man eben frühzeitig bei solchen Qualitätsunternehmen dabei sein. Wir haben einen Payout auf den Gewinn bei 17% und Free Cashflow nur bei 13%. Es wird noch so wenig ausgeschüttet vom Gewinn und vom Free Cashflow, dass man hier wirklich noch so viel Spielraum hat, weiterhin die Dividende zu zahlen, aber auch zu erhöhen in einem guten, guten, hohen Rahmen. Wir haben natürlich jetzt noch nicht die Steigerung im Schnitt der letzten 5 Jahre oder 10, leider nicht, weil es eben noch so frisch ist. Es gab jetzt gerade mal 3 Ausschüttungen mit 40 Cent pro Anteil. Und dann kommt noch eine Ausschüttung und im nächsten Jahr wird es aller Voraussicht nach dann erhöht die Dividende. Aber da kann man eben ja von Anfang an mit dabei sein. Zum Beispiel bei Salesforce ist keine Anlageberatung, sind alles nur so Ideen heute mitgebracht. Natürlich ist aber nicht nur die Dividende wichtig und das Dividendenwachstum, sondern auch natürlich der Kursverlauf. Aber auch der ist bei Salesforce eine Ge Erfolgsgeschichte in den letzten 10 Jahren gewesen. 393%, also fast verfünffacht haben wir hier den Kurs bei fast 400% in den letzten 10 Jahren. Natürlich auch ein bisschen was Zyklischeres, wenn man vor allem diesen Einbruch nach diesem Tech-Run nach Corona auch sieht, wo dann hier alles zusammenkam mit der Krise, der Krieg, die hohen Preise, die Inflation, die Zinsen, Lieferengpässe und so weiter. Alles ist quasi oder mehr oder weniger alles abgeraucht und auch Salesforce ist runtergekommen von über $300 runter auf 130, unter 130, also mehr als halbiert die Aktie sogar. Also wirklich krass. Und wer dann mutig war und eingestiegen ist, hat jetzt schon mal schön profitiert.
Year-to-date schon mal bei Salesforce auch mit fast 10% im Plus. Also eine ordentliche, ordentliche Rendite über die letzten 10 Jahre, aber auch ein bisschen Schwankung hätte man aushalten müssen. Gehen wir jetzt mal drauf und schauen, eben wie sich das nochmal hier widerspiegelt, die Dividenden, um die es heute ja geht bei Salesforce und diesen Spielraum, den wir noch haben, zu dieser Ertragskraft, die weiterhin zu steigern. Wenn wir jetzt nur den freien Cashflow einblenden, dann sehen wir mal, wie viel Geld Salesforce verdient. Pro Aktie verdienen die 11,78 Dollar pro Aktie. Eine Dividende wird ausgeschüttet, aktuell von 1,60 Dollar insgesamt, jetzt fürs Gesamtjahr, ne? Das ist schon krass, wie viel da noch drin ist. Und es soll eben auch weiter gesteigert werden. Aber was wichtig ist, auch der Cashflow soll weiter nach oben gehen. Ganz, ganz wichtig eben auch. Aber das zeigt eben, was wir hier an Möglichkeiten haben. Und dass die hier richtig viel Geld verdienen. Also auch ganz klar, Salesforce verdient auch ja, über 30 Milliarden Dollar jedes Jahr. 36 Milliarden aktuell. Die Bilanz auch noch, auch wichtig natürlich für die Dividendenzahlung. Und wir sehen hier auch den grünen Bereich hier und die Tilgungskraft, die immer weiter schön nach oben geht. Der grüne Bereich wird immer größer. Sie werden immer profitabler, verdienen immer mehr Geld am Ende, unterm Strich quasi, mit 12 Milliarden verzinsten Schulden. Aber da stehen gegenüber 12 Milliarden auch Cash und Wertpapiere. Das heißt, man könnte die Schulden eigentlich quasi sofort tilgen, hat aber gleichzeitig auch eine Tilgungskraft von 10 Milliarden im Jahr. Hier unterm Strich verdienen die 10 Milliarden Cash jedes Jahr. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Einen freien Cashflow haben sie von 11 Milliarden. Davon gehen gerade mal 770 Millionen weg für die Dividende. Also ganz, ganz wenig nur für die Dividende. Man kann sich quasi erlauben, auch noch Aktien zurückzukaufen. Machen sie dann nur in einem ganz kleinen Rahmen, wenn dann aktuell. Aber man, genau, man hätte eben genug Cash zum Schuldentilgen, aber eben vor allem, um die Dividende zu erhöhen. Letzter Punkt, die Dividendenhistorie. Wir sehen also, wenn wir hier ankommen, was wir gerade bekommen bei Salesforce, wie gesagt bei 0,5-0,6%, aber wir sehen auch, wie die Dividende dann auch die nächsten Jahre gesteigert werden soll. Ne, bei gleichbleibendem Kurs, wie das dann nach oben geht, wenn man dabei bleibt. Da muss man wirklich geduldig sein und dranbleiben, sondern kann man sich wirklich schöne Dividendenhistorien oder persönliche Dividendenrenditen eben aufbauen. Erste Aktie also heute Salesforce. Wir kommen zum zweiten Unternehmen und es ist Booking Holdings. Ja, auch die zahlen jetzt mittlerweile eine Dividende, ein wirklich starkes Qualitätsunternehmen und jeder, der irgendwo in den Urlaub fliegt und ein Hotel bucht, wird wahrscheinlich mit Booking in Berührung kommen. Haben wir jetzt zuletzt letzte Woche auch erst gemacht. Ja, Branchenprimus im Endeffekt, ja, Airbnb gibt es auch, ist aber nochmal vielleicht ein bisschen anderes Geschäftsmodell, eher für die Privatkunden und so. Hier geht es einfach auch um die Hotels vor allem und da ist Booking einfach so stark aufgestellt. Zyklischer Konsum, ja, schon auch irgendwie zyklisch, denken wir auch an Corona, das war natürlich ein großer Einschnitt, aber vielleicht auch eine besondere Situation damals auch. Es geht eben um Hotels, Resorts und Kreuzfahrt, 23.600 Mitarbeiter, auch eine große Firma, 130 Milliarden schwer an der Börse. Eine Dividendenrendite auch hier von 0,63%, auch nicht besonders hoch, aber eben auch der Payout, Gewinn und Free Cash noch in so tief, so in einem so tiefen Rahmen, dass wir hier einfach mega Möglichkeiten haben, auch in den nächsten Jahren die Dividende zu steigern. Deswegen gibt es eben auch hier noch keine Steigerungsraten im Schnitt der Vergangenheit. Drei Dividenden gab es eben auch, drei Ausschüttungen, 8,75 Dollar werden aktuell pro Anteil gezahlt. Und auch da rechne ich mit einer schönen Erhöhung dann auch in den nächsten Jahren. Auch hier schauen wir auf die Kursperformance. Die ist in den letzten 10 Jahren bei Booking mit 273% in einem sehr guten Rahmen. Das ist jetzt zwar kein High-Tech-Performance oder so wie bei anderen Unternehmen, wie jetzt einer Salesforce oder auch anderen späteren Unternehmen, die ich dabei habe, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Performance und vor allem auch zuletzt sehr stark nochmal angezogen, was Booking jetzt wirklich zuletzt generiert hat, hier an Kursperformance auch sehr, sehr, sehr gewaltig, muss man sagen. Year-to-date 18% auch schon im Plus, sehr schön und 10 Jahre eben mit 273% auf der Gewinnerseite, wenn man bei Booking eben vor 10 Jahren eingestiegen wäre. Schauen wir auf die Qualitätsfaktoren und wir sehen eben hier ganz klar den Corona-Einbruch, wo die Gewinne und die Cashflows gnadenlos natürlich eingebrochen sind. Hey, wie soll man es auch machen? Wir konnten alle nicht reisen, wir waren daheim eingesperrt, mehr oder weniger. Und deswegen konnte man eben ja nicht die Kreuzfahrten machen, die Hotels buchen. Das hat Booking natürlich extrem beeinflusst. Aber auch danach ist es
auch gigantisch, was die danach wieder nach oben geschossen sind. Und wir sehen eben hier auch die Dividende, die jetzt hier eben gezahlt wird. Hier soll jetzt 25 geht es nach oben, 26 soll es ein bisschen zurückgehen. Weiß ich nicht, wie das jetzt genau kommen soll oder warum. Wenn ich mir den Spielraum hier anschaue, glaube ich jetzt persönlich eher nicht. Ist immer die Frage, was hier genau eingeplant wird oder so. Ich sehe einfach nur, das, was ich sehe, ist, dass wir einen ganz starken Cashflow haben, der ansteigt hier über freie Cashflow $219 pro Aktie. Die Dividende ist bei 26 pro Jahr. Also es ist auch noch so viel Spielraum mit der Dividende, eben die auch weiter zu erhöhen. Schauen wir auf die Bilanz. Auch hier sehen wir den grünen Bereich, der immer so ein bisschen höher wird. Sehr, sehr schön. 17 Milliarden verzinste Schulden. Demgegenüber stehen 16 Milliarden auf der Bank und Wertpapiere und eine Tilgungskraft von fast 7 Milliarden jedes Jahr. Also die Schulden könnten ganz schnell getilgt werden. Und freier Cashflow ist eben 7,5 Milliarden. Davon gehen die Dividenden weg von fast 600 Millionen bloß. Bleibt am Ende die Tilgungskraft von 7 Milliarden ungefähr übrig. Also eine sehr starke Bilanz, ganz toller Cashflow, der hier generiert wird. Aktien werden auch zurückgekauft, also der freie Cashflow wird dafür eben auch verwendet, kann aber jetzt in Zukunft eben auch für das Dividendenwachstum verwendet werden. Gehen wir nochmal auf die Dividendenhistorie. Auch hier sehen wir, wie schön Booking Holdings in den nächsten Jahren auch die Dividende steigern soll, wenn jetzt diese Prognosen, da soll es erstmal runtergehen, warum auch immer, aber sie sollen auf jeden Fall langfristig sehr stark nach oben gehen. Davon würde ich jetzt so ein bisschen mal absehen von dieser Senkung, die jetzt hier eingetragen ist. Auf jeden Fall, der Spielraum ist da. Sie haben jetzt gerade angefangen, die Dividende zu zahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf einmal gleich wieder gekürzt wird, wenn man es nicht müsste oder so. Deswegen rechne ich hier mit auch einem sehr, sehr schönen Dividendenwachstum die nächsten Jahre. Kommen wir zum dritten Unternehmen. Und nun kommen wir zu Alphabet. Alphabet, auch ein ganz frischer Dividendenzahler. Seit ein paar Monaten zahlen sie eben auch die Dividende. Und es war auch mittlerweile irgendwie fast schon zu erwarten, weil die so viel Geld haben. Also so viel Geld. Das werden wir gleich in der Bilanz nochmal sehen. Das ist ja verrückt eigentlich, was die an Cash generieren. Und irgendwann muss wahrscheinlich, wenn ein Unternehmen mal so in eine Sättigungsphase kommt, wenn sie gar nicht mehr wissen, was sie mit dem Geld machen sollen, dann sollen sie es den Aktionären, den Anteilseignern des Unternehmens geben. Ne? Also teilweise zumindest. Es gibt ja auch ordentliche Aktienrückkäufe und so weiter. Bei Alphabet ganz kurz, wer kennt Alphabet nicht? Ich denke, jeder kennt die Google-Suchmaschine, kennt aber auch die vielleicht diese extra Wetten, die sie haben mit Waymo, mit dem autonomen Fahren, aber auch mit der KI-Fantasie, die sie jetzt mit drin haben. Alphabet als Suchmaschine im Werbemarkt, glaube ich, fast nicht wegzudenken. Ganz großer Name, der uns, glaube ich, in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch begleiten wird. Deswegen habe ich sie heute mit dabei. Alphabet, Kommunikationsdienste, interaktive Medien und Dienste. 182.000 Mitarbeiter weltweit. Ein Börsenwert von 1,8 Billiarden. An Börsenwert Euro an der Börse, wirklich ganz, 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 ganz stark, was die schon aufs Parkett quasi legen. Wahnsinn. Aktienkurs ist bei 149 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben hier eine Dividendenrendite von 0,24%. Das ist natürlich mickrig, das ist so gering. Hier muss man ganz klar mit einem langen Anlagehorizont rechnen. Und anders würde ich einfach nicht den Fokus auf die Dividende hier legen oder überhaupt davon ausgehen. Da würde ich eher auf das Kurswachstum bei Alphabet schauen, ganz klar. Aber wer hier langfristig denkt und sich Dividendenwachstum aufbauen möchte, kann hier auf jeden Fall mit dabei sein, würde ich behaupten. Payout auf den Gewinn ist bei 4,7%, Free Cashflow bei 8,2%. Ich glaube, ich habe selten solche Werte gesehen, wirklich ganz selten solche Werte, wenn man hier von Dividendenwachstum spricht. Das ist so viel noch möglich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, muss man vor allem, glaube ich, in Jahrzehnten denken, um hier eine schöne Dividendenrendite eben zu bekommen dann irgendwann. Genau. Alphabet, ganz klarer Dividendenwachstumswert, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Aber auch hier spielt die Kursperformance natürlich auch eine große Rolle. Ne? 10 Jahre mit 483%, fast 500%, also fast versechsfacht der Kurs. Also ganz, ganz stark auch Alphabet die letzten Jahre. Auch hier sehen wir, wie bei Salesforce ging es da mal runter 2021. Aber im Gegensatz zu Salesforce haben wir hier auch wieder neue All-Time-Highs erklommen. Und sind jetzt wieder so ein bisschen zurückgekommen, Alphabet. Aber für mich eines der wenigen Big-Tech-Unternehmen, die aktuell wirklich auch aus meiner Sicht zumindest kaufenswert wären, aufgrund der Bewertung. Ganz starkes Unternehmen, was man eben auch die 10-Jahres-Performance sieht.
und die Year-to-Date-Performance mit 16% schon im Plus. Geh mal drauf und schau mal hier. Es ist wirklich gigantisch, was Alphabet hier verdient auch, was sie an Gewinne und Cashflows machen. Gehen wir mal nur wieder auf den freien Cashflow, was hier an Cash verdient wird und die Dividenden hier in einem so kleinen Rahmen hier gezahlt werden, was noch so viel Spielraum ist zu erhöhen auch. Ganz toll. Ganz klarer Dividendenwachstumswert für mich auch in Zukunft. Die Bilanz bei Alphabet gibt wahrscheinlich kaum eine schönere, also gibt viele schöne Bilanzen, aber Alphabet gehört mit Sicherheit auch dazu. Sie haben Schulden, 28 Milliarden, haben dagegen aber halt einfach 100 Milliarden auf der Bank liegen oder in Cash, also oder in Wertpapieren. Das ist einfach gigantisch, sowas, wenn man sowas sieht, das ist so krass. Und sie verdienen halt unterm Strich fast 60, das muss man sich mal überlegen, fast 60 Milliarden jedes Jahr unterm Strich Tilgungskraft, dieser grüne Bereich hier. Kannst du die Schulden sofort tilgen. Du kannst Aktienrückkäufe starten, was sie wirklich auch aggressiv machen, aber eben auch Dividenden zahlen. Also ganz, ganz toll. Vorzeigefirma wirklich. Finde ich toll, dass wir solche Unternehmen haben. Wirklich ganz krass auf der Welt. Ne? Wahnsinn. Kann man sich überhaupt nicht beschweren eigentlich. Ne? Also hier ist Spielraum da, hier ist Fantasie, Kursfantasie, aber eben auch Dividendenwachstumsfantasie. Auch hier, wo sind wir denn? 2024. Genau, kriegen wir relativ wenig Dividendenrendite, aber die wird Stück für Stück eben auch sich steigern. Stück für Stück wird es nach oben gehen und hier langfristig denken, ganz klar langfristig denken. Und jetzt kommen wir zum letzten und vierten Unternehmen. Wir kommen, und vielleicht hat sich der ein oder andere schon gedacht, wir kommen natürlich zum Meta. Ehemals Facebook, weil auch Meta zahlt mittlerweile eine Dividende. Wer kennt nicht Facebook, wer kennt nicht Instagram, wer kennt nicht WhatsApp? Und wer kennt nicht, was haben sie denn noch alles? Aber wer das nicht kennt, der hat wahrscheinlich irgendwo unter einem Stein gewohnt die letzten Jahre. Social Media, im Social Media Bereich ist Meta einfach die große Marke. Und das große, große Zugpferd dieser ganzen Social Media Bewegung quasi. Na, es gibt auch noch TikTok, es gibt auch noch LinkedIn und so weiter. Aber Meta ist da einfach mit Instagram, WhatsApp einfach schon und Facebook so stark vertreten. Werbeplattformen, sie verdienen mega viel Geld, mit Werbung eben auch. Ganz, ganz großer, großer, wichtiger Player eigentlich, den wir hier mit Meta eben auch haben. Aber sie zahlen eben auch eine Dividende mittlerweile. Und wir sehen jetzt auch mal, also wie sie eben jetzt ihr Cash auch verwenden können und eben zurückgeben können an die Aktionäre. Und wenn wir hier dabei bleiben, können wir mit Sicherheit auch mit einem sehr, sehr schönen Dividendenwachstum rechnen. USA, auch Kommunikation ähnlich wie Alphabet eben, 67.000 Mitarbeiter weltweit, ein Börsenwert von 1,3 Billiarden, nicht mehr Milliarden, sondern wirklich Billiarden dann auch. Ganz, ganz stark und groß auch diese Firma eben schon. Aktienkurs bei 532 Euro mittlerweile. Auch Aktiensplit irgendwann, mal schauen, weiß ich nicht. Dividendenrendite bei 0,34%, auch hier leider noch nicht hoch, aber auch hier ganz frisch erster Dividendenzahler. Payout-Gewinn 7,9%, Free Cashflow 10,9%, also hier wird noch so wenig ausgeschüttet von dem Cash, was man verdient und Meta verdient, ordentlich Cash. Ganz viel Spielraum noch nach oben die nächsten Jahre. Drei Ausschüttungen, 50 Cent pro Anteil kriegt man aktuell und im nächsten Jahr wird man mit Sicherheit dann bei der nächsten Erhöhung dann mit Sicherheit noch mehr bekommen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Gehen wir weiter und schauen eben auch auf die Kursperformance. Auch die war bei Meta eine schöne Erfolgsgeschichte. 666% die letzten 10 Jahre. Ganz, ganz toll. Aber auch hier hätte man durchhalten müssen. Ne? Wenn man hier eingestiegen ist, hätte man durchhalten müssen oder im Idealfall irgendwo da unten einsteigen. Und die ganz krassen, die wirklich ganz mutigen, und da ziehe ich meinen Hut davor, die da unten eingestiegen sind und nicht auf die Leute gehört haben, die Meta schon abgeschrieben haben, die hier eingestiegen sind, wurden belohnt mit mehreren 100%, die jetzt Meta nach oben geschossen ist. Also ganz, ganz stark. Starke 10-Jahres-Performance, aktuell year-to-date 65% schon im Plus. Mega, was hier Meta eben auch abliefert. Gehen wir auf die Bilanz und auch das ist eine Vorzeigebilanz. Wenn wir jetzt erstmal die Gewinne und Cashflows anschauen, hier unten wieder die Dividende, die jetzt Stück für Stück gesteigert werden soll. Gehen wir auf den freien Cashflow, der ja wichtig ist für die Dividende, auch hier sehr, sehr schöner freier Cashflow. Aktuell verdienen sie 19 US-Dollar, die Dividende ist bei 2 Dollar. Naja, da ist schon noch ein bisschen was drinnen, ne? Ist schon noch ein bisschen Spielraum. Cashflow soll ein bisschen zurückgehen, sie investieren natürlich auch viel, wissen wir ja alles, ne? Aber soll dann auch in Zukunft weiter nach oben gehen, genau wie die Dividende. Umsatzwachstum an der Schnur gezogen. Bilanz auch hier 37 Milliarden Schulden, dagegen überstehen aber 58 Milliarden auf der Bank, die man hat, könnte man einfach tilgen. Tilgungskraft von 47 Milliarden im Jahr
unterm Strich, was übrig bleibt, dieser grüne Bereich, 47 Milliarden. Das ist Wahnsinn, was diese Big Techs hier an Geld generieren. 50 Milliarden freier Cashflow. Davon gehen 2,5 Milliarden für die Dividende weg und es bleiben 47 Milliarden am Schluss, zum Schluss übrig. Das ist einfach Wahnsinn. Aktienrückkäufe gibt es auch ein bisschen aktuell, wobei jetzt aktuell gerade zumindest nicht eingetragen. Aber eben Dividende, Dividendenwachstum soll es eben hier geben. Und wenn ich das sehe, würde ich mir keine Sorgen machen, dass hier die Dividende irgendwie mal nicht gezahlt wird oder gesenkt wird oder so. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht bei so einer Cashmaschine. Gehen wir auch nochmal am Ende auf die Dividendenhistorie. Wir befinden uns irgendwo hier unten mit einer sehr, sehr geringen Dividendenrendite, aber auch die soll Stück für Stück eben nach oben schießen. Stück für Stück. Und da muss man dabei bleiben. Da muss man wirklich dranbleiben, dass man es dann auch wirklich merkt. Über die letzten 10 und 20 Jahre hat man hier ganz tolle andere Erfolgsgeschichten schon bekommen, wenn man eine Microsoft oder eine Apple anschaut. Da kann man sich tolle Sachen aufbauen und jetzt sind eben die vier Unternehmen in diesem Bereich. Sei es jetzt eine Salesforce, eine Bookings, eine Alphabet oder eine Meta. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier ganz tolle Dividendenwachstumsstars auch bekommen könnten. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung sagen. Seht ihr das auch so oder glaubt ihr vielleicht, ne, es geht vielleicht ein bisschen langsamer voran oder habt ihr auch noch andere Unternehmen, die ihr hier in den Ring werfen könnt, die auch tolle Dividendenwachstumsraten haben, gerade vielleicht anfangen zu zahlen, könnt ihr mir gerne kommentieren und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal hier heißt Einfach Aktien. Ich hoffe, euch hat es gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.